New York City. Hier ist die Band Hazmat Modine zu Hause. In jedem Takt ihres panethnischen Blues-Sounds steckt eine Menge New York und eine Menge Musikgeschichte Amerikas. Wade Schuman gründete Hazmat Modine vor mehr als 8 Jahren. Er ist Bandleader und Sänger. Well, I've been lonely for so long. Doesn't seem like happiness will come along. Oh, Lord, I've been lonely. So, when I sing, it's complete. I just open my mouth and hope for the best. Wenn ich singe, dann mache ich einfach meinen Mund auf und hoffe das Beste. Ich kann das nur intuitiv, deshalb wirkt es sehr befreiend. Für mich ist Singen also ein Weg, Gefühle freizusetzen. Der 45-Jährige hat nicht Musik, sondern Malerei studiert und unterrichtet an der Academy of Art in New York. Malerei und Musik schließen sich aber nicht aus, meint er. Wichtig sei ihm nur, sich als Künstler ausdrücken zu können. Bandprobe in seinem Fabrikloft in Hell's Kitchen, Midtown. Die Musiker von Hazmat Modine experimentieren gern. Die ungewöhnliche Instrumentierung von der Tuba, dem Saxophon bis zur Klaviola sorgt für musikalische Überraschungen. Diesmal kommt auch die Sheng, eine chinesische Mundharmonika, mit ins Spiel. Mich interessiert insbesondere das Klanggefüge, die verschiedenen Arten von Klängen. In Bahamut haben wir zum Beispiel ein Kontrabass-Saxophon, das tiefste Blasinstrument, das es gibt. Der Klang ist unglaublich. Und dann spiele ich auf der Mundharmonika, einem der höchsten Instrumente, ein F oder ein Fis. Für die Mundharmonika ist das sehr hoch. Ich mag also den Kontrast zwischen sehr tief und sehr hoch. Bahamut heißt der wundersame Fisch in einer arabischen Legende. Er schwimmt in unsichtbaren Gewässern und trägt die ganze Welt auf seinen Flossen. Davon erzählt auch der Titelsong der gleichnamigen ersten CD von Hazmat Modine. Well, Bohemoth calls it his own, while Bahamut wanders alone. They both go out to play on that cold and rainy day. I grew up listening primarily to blues and ich bin hauptsächlich mit Blues aufgewachsen und der sogenannten Vorkriegsmusik. Es gibt wirklich einen Unterschied in der amerikanischen Musik vor und nach dem Zweiten Weltkrieg. Es hat sich vieles geändert. Mit der Verstädterung kam es zu großen Abwanderungen vom Süden in den Norden. Es gab einen Aufstieg von R&B und Soul. There was the rise of R&B and Soul. Ob Blues, Klezmer oder Soul, es sind die Sounds von New Yorker Immigranten. Schuman mischt sie mit der Energie der Band und dabei heraus kommt der unverwechselbare Modine-Stil. Schuman fühlt sich der Musikgeschichte tief verbunden. Ich sammle gern diese alten Bandfotos. Das Interessante daran ist, dass eine Band immer eine Band bleibt. Egal, ob du aus Serbien oder aus Louisiana kommst, es ist immer eine Gruppe von Leuten mit Instrumenten. Alle sitzen sie da. Das hat etwas sehr Schönes, weil man sich als Teil einer Geschichte von Menschen fühlt, die Musik machen. Das Bandgefühl, das gemeinsame Musizieren ist für die achtköpfige Band ganz entscheidend. Und im Konzert lädt Hazmat Modine die Zuhörer offenherzig zu einer Party der besonderen Art. We'll be right back.
late yesterday morning. I couldn't get out of bed. I felt so lonely. Feel like I was dead. Don't you know that I need you? Yesterday, you know I couldn't sleep. I want you all day. When can't you sleep? Don't you know that I'm sorry? I know I've done you wrong. We'll be right back.
yesterday morning. I couldn't get out of bed. I felt so lonely. Felt like I was dead. Don't you know that I need you? Oh, that's the lie. I want you to need me too. Oh, until the day you die. Something you got made me come home every day. Something you got made me bring home all my pay. Well, something you got, babe. You are so. Every night, something.
Something you got. Memory on.